Ja. Wie kommt man auf die Insel rüber? Kann man irgendwann auf dem Wasser fahren? Kann irgendwann fliegen und überall landen? Ja. Dann kommt man auf die Insel? Ja. Gibt es da irgendwie nur seltenen Gegner auf dieser Insel? Kann sein. Vielleicht noch nicht. Echt? Kann das wirklich sein? Nicht. Echt? Ja. Wow. Dann bin ich jetzt erstaunt von der Tales-Dynastie. Ja, sicher, das ist. In Tales of Vesperia gibt es auf einer Insel, wo man nur durch Fliegen hinkommt, einen Gegner, der so aussieht. Aber so eine unbedeutende Insel wie die da drüben? Nein, ein bisschen größer wie der Berg in der Mitte, aber dann so einfach ein Strand drunter. Okay. Okay. Am meisten ist es auf den kleinen Inseln. Die größten Überraschungen. Wow. Ich weiß, ein Gegner, der so aussieht wie Judas aus Tales of Destiny 2. Echt? Ja. Das ist ja komisch. Was macht er bitte auf der Insel? Er kämpft gegen dich. Oh, okay. Es gibt irgendwie diesen Swordmaster, gell? Das ist der stärkste Gegner überhaupt. Doch. Gegen den musst du immer dreimal kämpfen im Verlauf des Spiels. Aber wenn du einen Kampf verpasst, dann kannst du die anderen nicht mehr machen. Das ist wie bei Protoman, bei Mega Man 7. Ja. Nein, da kannst du wieder zum ersten Punkt zurückkehren. Hat er gerade Freeland gesagt? Er muss zurück, ist egal. Egal, los geht's. Hat er Beledim gesagt? Weil das wäre dann blöd, aber egal. Nein. Beledim habe ich hier nicht rauslesen können. Los geht's! Wie haben wir gesungen? Auf den Wellen fahren wir! Okay, das war mal kurz. Ich sehne mich so sehr nach River City Ransom. Das war so ein schönes Spiel. Ein Kuni-Spiel. Jetzt hustle in the nearby village. Okay, ja, bestimmt. Oh, jetzt kommen wieder die Krabbe, die nicht aus dem Weg geht. Ich meine, die Nischen. Oder wie haben wir gesagt? Ja? Die Rollo. Oder echt? Glaubst du? Der Lüftungsschacht. Kommt wieder eine Rollo? Ja, das kommt wieder. Ja, der Helikopter. Der Helikopter. Ja. Helikopter. Ja, stimmt, da waren wir ja schon mal. Ja, aber jetzt ist Eduard da. Wow! Diese Stadt schmilzt! Nein, diese Stadt röstet. Röstet! Diese Stadt röstet ist so, wow, das ist eine coole Stadt. Wow, diese Stadt röstet! Ja, wirklich. Jeder geht hier durch den Desert und stoppt hier. Wahrscheinlich sogar der Eduard. Warum fangen wir nicht damit an, einfach mal den Gentleman unter dem Baum da zu fragen? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, da. Ja, ich sehe. Ja, das ist doch der Eduard. Das ist jetzt ein bisschen komisch mit der Sicht, aber so ist es halt. Das ist halt die Mesh kennen. Das ist die Mesh. Entschuldigung, Sir. Bist du? Yeah! Ich habe mich gefragt, ob du einen Mann namens Eduard irgendwo gesehen hast. Eduard. Oh yeah, und ihr habt ihn verpasst. Okay, hast du eine Ahnung, wo er hin ist? Ja, ich glaube, er hatte irgendein sehr, sehr dringendes Business, wie er weggerannt ist. Keine Idee, was seine Destination war, aber er ging in den Süden, dort zu einer Oase. Ja, das ist ja mal ein Anfang, danke. Wenn wir diesen Posthaste folgen, können wir vielleicht zu Onward. Und Onward ist ja schon fast so gut wie Eduard. Oder raus. Jetzt heißt auf Bronist.de die Lieblingsmarken. Marken? Was? Jetzt heiß auf. Heiß, das heißt, das ist gerade so. Achso! Jetzt heiß auf Bronist.de. Die Lieblingsmarken. Lieblingsmark. Die deutsche Mark. Jetzt habe ich's. Was jetzt? Automarken oder. Oder was ist mit Marken gemeint? Das sind so kleine Chipsmarken. Ja. Ja, okay, das ist jetzt nach Süden. Ja, wirklich, jetzt gibt's keinen Kompass. Ja. Der hilft immer bei der Orientierung. In Folge 100 von Peter Lustig, da erklärt Peter Lustig, wie Uhren funktionieren. Wow. Das ist urcool. Ich hab's mir angeschaut. Weil die irgendwie so fleißen und er hat keine Uhr dabei. Und dann erklärt er, wie man überlebt in der Wildnis ohne Uhr. Und erklärt auch so viel, so eigentlich auch, wie man sich orientiert und wie man eine Sonnenuhr bastelt. Wow. Da ist richtig gescheit, wenn es das angeht. Ja, eh. Ja.
ist halt der Peter Lustig. Der ist nicht nur lustig, der ist auch sehr intelligent. Der ist auch ein Peter. Der ist auch ein Peter. So. Kennst du noch den Spruch? Oh, Spruch, früher oder später? Nein. Da hat es jeder Peter. Ja. Was bringt eine Runenflasche? Ja, da kann man diese Fragezeichen-Dinge übersetzen. Aha. Ich hasse das. Okay, ich hab's nicht gewusst. Was steht denn als generelle Marken? Wie Sony oder Technicolor? Technicolor. Ja, schon lange. Ach, dem okay. Das ist der Hund. Okay, das ist ein Hund. Okay. Da finden wir. Ja. Eine Lebensbottle. Entschuldigung, Sie zerstören, Sir, aber haben Sie irgendeinen Eduard hier gesehen? Vier Zuseher! Ja, hallo! Du bist ja der Traveler. Ja, also ihr habt ihn gerade verpasst. Der ist hier zu der Oase nordöstlich von hier gegangen. Ja, danke, Mr. Traveler. Na, ganz super. Und ja. Ich entschuldige mich für diese schwarzen Balken, weil die sind jetzt schon wieder weg. Du entschuldigst dich dafür? Ja. Du kannst doch gar nichts dafür! Wurde jetzt gesagt? Nordöstlich, glaube ich. Ja, also hier lang. Ja. Hört euch das schon. Da. Ja, ich kann es schon sehen. Und da schaut halt auch so ein Turm. Wow. Wow. Aber der kommen wir später. Doch mal hin. Ja, okay, das ist cool. Okay, das beeindruckt mich. Schon wieder. Schon wieder die Balken, aber die sind nur... Das sieht gar nicht so heiß aus. Obwohl doch, das sind verbrannte Bäume. Ich komme von der Welt der tollen Geschmäcker. Mein Hals brennt. Ich wünsche mir... Für alle Leute, dass sie den Geschmack. Cowboy hatte nicht den Geschmack. Ja. Spar dir die Mühe, Chef. I'll teach you this dish. Was für eine Fruchtsaft. Mein Hals ist ein Inferno, aber der Fruchtsaft. Mein Hals ist ein Inferno. Vielleicht kennt jemand noch das Lied. Jeder weiß, die Hölle schmeckt nach Fruchtsaft. Das kennt keiner, weil es nicht gibt. Das gibt es in meiner Mann. Welt vielleicht. Vielleicht nicht. Entschuldigung, in aber haben Sie hier irgendeinen Eduard gesehen? Hä? Also, sagst du es nochmal. Ich frag mich, ob Sie hier irgendjemand namens Eduard gesehen haben. Na, mach's jetzt über mich lustig. Was? Du hast mich schon absurde Namen genannt, nicht wahr? Drei zu sehr. Nein, ich sagte Eduard. Ich schaue für Eduard. Ja, jetzt beruhig dich mal. Ich mache nur einen Spaß. Das ist kein Spaß. Eduard ist zu der Oase gegangen. Nordwestlich von hier. Was hast du für Musik? Keine Ahnung, irgendwie lustig, das ist so, nochmal das Ganze. Nordwestlich? Ja. Ja. Oh, ich hoffe, wie weit geht das? Ich hoffe, das jetzt? Sind jetzt keine. Wieder viel zu sehr! Es ist ein Hin und Her, aber ein Her mehr als ein Hin. Whoops, sag ich dir. Hey, ich kann ja mitspielen, nicht wahr? Ich hau das immer drüber. Ich wette, die Gegner sind sehr schwach in der Wüste. Ja, sind sie. Oder auch nicht? Die halten mir den Kopf ein. Ah, das Buch! Es war das Buch. Buch. Tja, das war einen schlechten Wurf gehabt, sagte Keeling. Es gibt ja dieses Lied, Die Ringe. Kennt ihr sie mit? Die Ringe? Das Titellied von Herr der Ringe, oder? Nein, das Lied heißt Die Ringe. Das kenne ich nicht. Achso, Sonic, oder was? Nein, nicht Sonic. Das Lied heißt einfach... Ach, egal. Jetzt kommen wieder Balken, also nicht Schrecken. Okay. Wow, Helikoptersicht. Wow. Helikoptersicht. Die Helikoptercam ist das jetzt. Das ist sicher Eduard. Ist nicht Eduard. Wetten? Ja, wetten. Hey, Mister, hast du irgendwelche Eduards gesehen? Ja, also, vor ein paar Minuten, da war er auf dem Weg zurück nach Olive Village. Oh, er ist immer einen Schritt voraus. Okay, lass uns umdrehen. Wenn wir schnell genug sind, vielleicht erwischen wir ihn dann. Jetzt renn mal. Jetzt gib mal wirklich Gas. Schau, der gibt oh, wow. Selbst ist gleich wieder hin. Ich wette, er hat mich schon wieder verpasst. Wette ich nicht. Warum habe ich den Gentleman über ihn gesehen? Na, das ist ja wirklich... Jetzt kommt so der Comedy-Part des Spiels, habe ich das Gefühl. Entschuldigung, Sir. Yeah.
Hast du den Mann, über den wir dich vorhin gefragt haben, Eduard gesehen? Yep, ich habe ihn in den Inn hineinsteigen sehen. Nur einen Zauberspruch vorher. Ago. Danke für die Hilfe. Nur einen Spell ago. Ja, oh, Matke hat eine Frage. Matke hat geschrieben. Und jetzt eine normale Frage. Was ist euer Lieblings-Nintendo 64-Spiel? Super Mario 64. Weil das ist. Damit hatte ich mit Abstand den meisten Spaß auf der N64. Fünf zu sehr, die Bude füllt sich jedoch noch. Das ist sicher in der geheimen Dings. Ist das nicht das mit dem geheimen? Nein, das ist kein Problem. Okay, da kann man okay, tut mir leid. Ja, dann fragt den Inn-Typ. Dann fragt den Inn-Mensch. Das ist doch den Inder. War das lustig? Das war lustig, ja. So, ja, aber jetzt gibt es den Inder-Hut. Ich weiß. Der ist noch lustig. Ich hab den Inder-Hut, der hat mir mal eine SMS. Wirklich? Ja, soll ich dir zeigen, was ich mir geschrieben habe? Nein, jetzt spielt das Spiel. Ja, weil ich Telekring habe, dann hat der Inder-Hut gegen was geschrieben. Ja. Okay, mach weiter. Was soll ich dafür? Entschuldigung, aber haben Sie hier einen Mann namens Eduard gesehen? Ihr sucht nach Eduard? Mr. Eduard. Ihr sucht nach Mr. Eduard? Tja, da lache ich dir doch in die Larde. Der war genau hier. Rasanter Fall. Rasanter Abgang. Also, der Mann braucht einen Basilisk-Schuppen. Und er kombiniert sie in der Suche im Desert. Also in der Wüste oder was? Ja. Also, um diese spezielle Medizin herzustellen, das nehme ich mal an. Ja, also, ihr kennt ihn doch, oder? Dann wisst ihr wahrscheinlich, dass sein Zeug ziemlich wichtig ist. Und zu lesen in der Bulk. Mhm. Aber was sind Basilisken? Wenn ich fragen darf, die sind ja richtig der... Was ist Talk of Town nochmal? Thema der Stadt. Der Basilisk ist eine Spezies von... Ach, wie viel? Der Basilisk ist eine Spezies von Monster, die Wüste regieren. Sie sind ziemlich gefürchtet und ihre Versteinerungsfähigkeit hat sogar sehr erfahrene Krieger in den Abgrund getrieben. In irgendeiner Lade. Eduard hat mir gesagt, dass überall, wo die Basiliskenschuppen sind, fällt er um. Er ist wahrscheinlich hier draußen und hört's. Das ist ein ziemlich schmutziges Werk. Ich kann diese Schuppen selbst von dem Jagen des Biests ergattern. Das ist schade. Willkommen! Wollt ihr vielleicht hier übernachten? Hallo. 84 galt. Nehmt es leicht. Nehmt es leicht. Mein Lieblings N64-Spiel. Ocarina of Time. Ist eigentlich. Hey, hör zu, du kennst dich wahrscheinlich da nicht aus. Aber war. Achtung, jetzt kommt's. War Rocket auf N64. Kenne ich nicht. Du weißt nicht, was Rocket ist? Rocket the Robot Raid. Ja. Nein. Von Sucker Punch. War das nicht auf? Vielleicht, ich weiß es wirklich nicht. Weil ich weiß es nicht. Es war nicht auf PS1. So. Was willst du von mir? Wir speichern jetzt, drehen jetzt ab und das nächste Mal machen wir uns auf die Jagd nach Basilisken. Na, und reißen ihnen die Schuppen raus. Na, das wird sicher toll. Gibt nicht so eine urlustige Mission in Symphonia? Irgendwas mit Pinguinen? In der Eisstadt? Musst du irgendwie die Pinguine? Ja, musst du Pinguinfedern. Ja. Klar, lange nicht mehr gespielt. Egal, das war's für heute. Okay. Ja, also. Ich speichere nochmal, damit es sicherer ist. Wie viele Levels haben wir bei Spyro geschafft? Chuckwes und Love the Castle, oder? Ja. Love the Castle. Zwei Levels bei Spyro. Einen Pakt hier! Ein zweiter, der gescheitert ist, mit Sif. Also, eigentlich bei beiden Spielen ein Fortschritt. Es waren zwei neue Zuseher. Aber sie sind auch schnell wieder gegangen. Nein, Dominik, mit Dominik hatten wir unseren Spaß. Also ich hoffe, der kommt wieder vorbei. Alles in allem ein sehr gleichgültiger Stream heute. Also ich finde, das war ein Riesenerfolg. Schon. Ja, schon, auf jeden Fall.
Und wir sehen uns am Samstag oder am Montag oder übernächsten Samstag oder übernächsten Montag. Aber Montag ist Schule. Tja, willkommen auf dem Tschüss-Depot. Bye bye, Bu. Ciao mit C. Schlag raus, Schlag rein. Hast du schon mal den Tschüss-Boy gesehen? Triff den Tschüss-Boy. Und Tschüss-Boy. Ja, ich finde, das ist sehr lustig. Ja, das ist es. Bye bye, Bu. Bye bye, Bu. Na, bye bye. Weit! Das hat Kaliber. Clash of Demonet, Nobby Nobby Boy, das sind so Spiele, auch River City Ransom. Das ist, ich bin jetzt ja in letzter Zeit mehr künstlerisch aktiv, weil ich auch so Comics zeichne. Und ich versuche wirklich Kaliber zu ergründen. Und Nobby Nobby Boy hat auch sehr viel Kaliber mit dem Tschüss Boy. Ja, also muss man alles ein bisschen studieren. Kaliberstudien, die Kaliberkriege beginnen auch irgendwann. Tja. Ciao Leute, Tschüss. Tschüss, Mattkip. Weil sonst schaut ja hier nicht mehr so. Ja, willkommen. Und ich drücke jetzt auf Stopp, okay? Okay, Stopp. Ja. Du hast dein Leben gedrückt.